Jetzt nutze ich mal die Zeit, während ich hier auf jemand warte, um doch noch ein kurzes Video zu machen. Also, ich wollte einfach mal sagen über die aktuelle Situation. Meine Russischlehrerin hatte mir gestern gesagt, dass die Georgier im Moment große Angst haben, weil so viele Russen und Ukrainer kommen, auch nach Tbilisi. Es werden jetzt sogar schon Leute aus ihren Wohnungen oder gesagt, dass sie nicht länger dort wohnen können, weil so viele Russen und Ukrainer da sind, die wesentlich mehr bezahlen können. Das heißt, Leute müssen jetzt schon aus ihren Wohnungen ausziehen, weil die Russen und die Ukrainer das Doppelte zahlen. Also sie hat mir gesagt, die Georgier haben Angst. Natürlich auch vor der Preissteigerung, also auch die Apartments zu kaufen, sind jetzt schon viel teurer geworden. Sie sagte also, ein Apartment, das vorher 30.000 gekostet hat, Dollar, das kostet jetzt 40.000. Also ich merke es auch hier in Batumi, also man kriegt eigentlich kaum noch ein Apartment zum Kaufen unter 50.000 Dollar. Und man merkt es auch bei den Preisen. Ich war heute im Agro-Hub, habe wirklich gut eingekauft, aber wie viele Tomaten habe ich gekauft? Fünf wirklich leckere und große georgische Tomaten. Das hat, wie viel hat es gekostet nochmal? Ich glaube umgerechnet 2,60 €. Also ich meine, da kann man nicht sagen, dass es günstig ist. Und was sie noch gesagt hat gestern, ist einfach, das Problem ist auch, es gibt keine Arbeit in Georgien. Also die Männer stehen hier alle nur rum. Wenn jemand arbeitet, sind es die Frauen. Es gibt keine Arbeit für Männer. Und vor allen Dingen ist einfach Georgien kein Exportland. Also sie hatte mir gesagt, was Georgien exportiert. Sie sagte, das sind insgesamt vier Sachen. Drei habe ich vergessen und das vierte, das waren Nüsse. Davon kann man natürlich jetzt nicht wirklich Geschäfte machen. Ja, und alles andere wird importiert. Zucker ist anscheinend auch schon von 2,60 € auf bis zu 4 Lari. Das ist etwas mehr als 1 Euro, 1,30 € ungefähr gestiegen. Ich meine, Zucker ist ja an und für sich was Elementares. Wird halt alles importiert. Und deswegen wurde hier auch bereits von einer Regierungssprecherin angekündigt, dass Preise 25 bis 50% steigen werden. Das ist natürlich für einen Georgier nicht zu stemmen. Ein Georgier, der nicht mal 100 Euro zum Beispiel Rente bekommt im Monat, vielleicht 70 Euro Rente. Also ich weiß nicht, wie die Leute das hier machen, ganz ehrlich. Und je mehr Ausländer natürlich kommen, also zahlungskräftige Ausländer, desto mehr steigen natürlich die Preise. Also die Preise steigen auch ohne die Ausländer, aber mit den Ausländern eben noch schneller und noch krasser. Ja, das war, was ich mal ergänzen wollte. So wie es aussieht, kommt meine Verabredung nicht. Dann werde ich mir jetzt was anderes überlegen, beziehungsweise ich muss eigentlich nicht überlegen, ich weiß schon, was ich mache. Also, schön, dass es nicht regnet.